Ich wollte mit euch teilen, klar, ein Teil von der täglichen Speise in dieser Woche und auch etwas von der Konferenz in Portugal. Wir hatten das Privileg, dorthin zu gehen. Es war sehr beeindruckend. Ich möchte euch einige Empfinden weitergeben. Der erste Vers, den ich lesen möchte, ist Johannes 8, Vers 23. Ist außerdem von der täglichen Speise vom Tag von heute, 8, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Der Herr Jesus sagte Dinge, da verstanden die Leute gar nichts. Sie sagten, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Dies zeigt die Eigenschaft des Reiches der Himmel, Geschwister. Der Herr wollte das Reich der Himmel bringen, aber die Menschen verstanden nicht, was für ein Reich ist das? Was ist das? Die Juden wollten ein Reich auf dieser Erde, sie wollten die Römer vertreiben aus Judäa. Und Jesus sagt, nein, ich bin von dort droben, ich bin nicht von dieser Welt. Auch in dem Moment, wo sie ihn gefangen genommen hatten, sagte, wenn ich wollte, ich könnte ihn Vater bitten, er würde Legionen von Engeln senden, um mich zu befreien. Er lässt immer wieder klar, dass das Reich nicht von dieser Welt, nicht von hier, nicht von hier unten. Es ist ein Reich von einer anderen Welt. Und klar, die Angelegenheit von oben und von unten zu sein, wir haben in Kolosser 3 jetzt gerade gesungen. Lasst uns dort öffnen. Kolosser 3. Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen. Oh, Herr Jesus. Der Herr möchte also, Geschwister, dass wir die Dinge droben sind und die Dinge droben suchen. Viele interpretieren es so, okay, wenn ich dem Herrn diene, dann suche ich die Dinge droben. Ich diene im Bookcafé, ich diene in der Audio, in der Musik, im Wort. Ich denke und suche die Dinge droben. Aber wenn ich die Dinge wie Krankenkasse löse, für die Prüfung lerne, oder ich habe versucht, meinen Gaslieferanten zu wechseln, wie kann ich dann die Dinge droben denken, wenn ich dies tue? Ich möchte euch dahin bringen, dass ihr ein bisschen nachdenkt. Wir sind oft noch sehr religiös. Nur wenn ich die Dinge Gottes tue, denke ich dann die Dinge droben. Aber die Dinge hier, bürokratische Art in meinem weltlichen Leben, wie kann ich dann die Dinge oben droben denken? Sie sind doch von dieser Erde, Geschwister in Wahrheit. Der Herr möchte, dass wir alles, was wir tun, in diesem anderen Bereich tun, damit du die Dinge hier tust, anscheinend von dieser Erde, aber du sie verbindest mit dem anderen Bereich, du lebst in dem Reich der Himmel. Sonst beginnen wir, ein Doppelleben zu leben. Ein Leben als Christ, ein Leben des Gottes, ein Leben, das ich selber mich kümmere, selber löse, selber tue. Manchmal klappt es nicht, aber ich wind mich schon raus. Aber Geschwister, der Herr möchte, dass wir alle Dinge in unserem Leben vor ihn legen. Warum lernst du, damit du dem Herrn dienst? Warum musst du Krankenversicherung lösen? Weil du hier in Deutschland bist und dem Herrn dienen möchtest. Warum brauche ich Gas, damit das Haus warm ist und ich die Geschwister dienen kann? Alles, was wir tun, müssen wir in das Reich der Himmel hineinlegen. Wir wollen uns nicht entschuldigen, es sind Dinge, die ich selber tue, andere tut der Herr. In Wahrheit, unser ganzes Leben ist für den Herrn. Alles, was wir tun, deshalb
sinnt, was droben ist, sucht, was droben ist. Alles muss verwickelt sein mit dem Herrn. Wir müssen den Herrn in unser Leben, in unser tägliches Leben hineinrufen und alles zusammen mit dem Herrn lösen. Der Herr ist so barmherzig, dass er oft zulässt, dass die täglichen Dinge, die wir aus uns selbst lösen, nicht funktionieren, nicht klappen. Es ist die Barmherzigkeit des Herrn. Du tust es, aber es klappt nicht. Geschwister, das ist die Barmherzigkeit. Was ist das? Was sagst du da? Ja, damit wir unser tägliches Leben in das Reich der Himmel hineinlegen. Der Herr möchte, dass wir dies tun. Oft müssen wir durch diese Erfahrungen hindurchgehen, damit wir in das Reich der Himmel hineingehen. Die Prüfung nicht bestehen, auch das ist da mit eingeschlossen. Ja, wahr. Wisst ihr, Geschwister, es ist mehr als 20 Jahre zurück, als ich meine Führerscheinprüfung gemacht habe hier in Deutschland. Viele gehen da gerade hindurch, du Lady auch, Esther macht es, andere Geschwister. Ich habe gelernt, habe die theoretische Prüfung bestanden und dann die praktische Prüfung und dann kam die Prüfung. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Und ich sage, oh mein Gott, was ist das, Herr? Ich fahre schon so lange Auto und ich dachte, ich fahre gut Auto. Und dann habe ich die Prüfung nicht bestanden. Oh, Herr Jesus, wozu dies? Wozu dies, Herr? Aber ich habe den Herrn viel gesucht. Der Herr hat viel Licht in dieser Situation gegeben. Ich habe mich demütigt, entleert. Wir müssen in allen Situationen lernen, auch wenn wir eine Prüfung nicht bestehen. Das tut weh. Ja, aber es hilft auch, dass wir uns sehr entleeren. Oh, Herr Jesus, sich demütigen. Oh, Herr Jesus, in Matthäus 3, Vers 2, sagt Johannes der Täufer, der Vorläufer von Herrn Jesus, er predigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Seine Predigt war, es war etwas nahe gekommen. Und die Menschen kamen und wurden getauft von Johannes dem Täufer. Nicht wahr? Und Vers 7, Matthäus 3, Vers 7. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Die Pharisäer kamen, um getauft zu werden. Ich dachte, boah, Johannes der Täufer hätte froh werden sollen, da habe ich gedacht. Er predigt das Evangelium des Reiches und er sagt den Menschen, dass sie Buße tun sollen, getauft werden sollen. Auch jetzt kamen die Pharisäer und Sadduzäer, um getauft zu werden. Er hätte einen Luftsprung vor Freude machen sollen. Halleluja, mehr Frucht. Aber anstatt dessen, was hat er getan? Er hat gesagt, Otternbrot. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Ich habe es nicht sehr verstanden. Warum hat Johannes der Täufer auf diese Weise reagiert? Aber in der Konferenz in Portugal hat der Bruder ein Wort gesagt, das mir sehr viel Licht gebracht hat. Die Pharisäer und Sadduzäer, sie waren nicht daran interessiert, ihr Leben zu verändern. Sie wollten nur zu Johannes dem Täufer gehen, um etwas Kalk, etwas Tünche zu passen, anzubringen. Der Herr sagte, ihr seid innerlich voller Tod und von außen macht ihr diese weiße Farbe, diesen Kalk auf das Grab, dass es schön aussieht. Sie wollten von dem Täufer getauft werden, um so zu erscheinen, dass sie eine Reue suchen, etwas in der Art, aber sie waren nicht interessiert daran, sich innerlich zu verändern. Das hat mich sehr gewarnt und sehr meine Aufmerksamkeit geweckt. Wenn wir zum Herrn also gehen, oh Herr, wasch mich mit deinem Blut, aber bist du bereit, dich zu verändern? Bist du bereit, in der Tat dich zu verändern? Hast du ein offenes Herz und sagst du, Herr, ich möchte mich verändern, ich muss mein Leben verändern, ich kann nicht in dieser Weise weitermachen. Klar, wir kennen den Wert des Blutes, aber manchmal sind wir sehr leichtfertig mit der Angelegenheit. Buße, wir wissen, der Herr wird vergeben. Ja, okay, wir bitten um Vergebung. Aber Geschwister, wir müssen Buße tun. Wir müssen diese Angelegenheit der Otternbrot erkennen, so wie der Johannes die Pharisäer nannte.
Sie waren Menschen, die kannten die Bibel, sie lehrten dort, sie hatten eine Stellung unter dem Volk, dieses Bild. In der Sprache von heute sind wir die Influencer jener Zeit. Die religiösen Menschen, die bestimmten die Regeln, die Verhaltensregeln. Diese Angelegenheit, Hot and Boot. Aber waren es nur die Pharisäer? Wir haben in der täglichen Speise der letzten Woche gesehen, wir müssen wahrnehmen, dass auch wir in der gleichen Situation sind. In Römer 7, Vers 15. Es sagt der Apostel Paulus, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Paulus beschreibt hier, ich habe den Abschnitt gelesen und habe wahrgenommen, der Paulus beschreibt die Beziehung zwischen Behemoth und Leviathan in uns. Der Behemoth ist dieses Tier, das scheint, als ob es das Gute tun will. Es ist dort, unter dem Wasser, schaut nur mit den Augen raus, observiert die Situation. Scheint, es will nichts Böses tun, aber in dem Moment, wo es reagiert, dann kommt der Leviathan raus. Wenn du einen Weg für den Behemoth gibst, wird er zum Leviathan werden. Wir dürfen den Behemoth nicht tolerieren. Ach, der Behemoth ist so gut, so lieblich. Dieses Nilpferd. Aber der Behemoth wird zum Leviathan. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir den Behemoth tolerieren oder ihn sogar kultivieren, den Behemoth. Viele christliche Verkündigungen kultivieren den Behemoth. Klar, ich möchte nicht böse von den christlichen Gruppen sprechen, aber wenn du es mit geistlichen Augen betrachtest, viele Predigten sind dafür da, den Behemoth zu verbessern. Du kultivierst ihn, du bringst ihn ein bisschen zurecht. Aber, Geschwister, das bringt dich nicht ins Reich der Himmel. Der Behemoth und der Leviathan, sie leben im Sumpf. Sie wohnen in dem Bereich der Irdisches. Du kannst nicht im Reich der Himmel leben, wenn du in diesem Bereich des Behemoth und Leviathan bist. Der Herr gibt uns viele Gelegenheiten, dass wir die Ebene wechseln, dass wir uns auf die himmlische Ebene, ins Reich der Himmel wechseln. Das möchte der Herr. Johannes der Täufer hatte diese Verkündigung, er nahm dies wahr. Dort in Matthäus 11, da ist eine Angelegenheit, da stehen einem die Haare zu Berge, was dort geschehen ist. In Matthäus 11, Vers 2, dort heißt es, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Mein Gott, Peter Dong sagte, was für eine absurde Frage. Wie konnte Johannes der Täufer eine solche Frage stellen? Er sagte, siehe das Lamm Gottes, als Jesus vorbeiging, das die Sünde der Welt mitten. Und dann stellt er eine Frage wie diese. Klar, er war dort, wenn er die Geschichte von Johannes dem Täufer wahrnimmt, er begann zu predigen, er kam, um das Reich der Himmel einzuführen, den Herrn Jesus einzuführen, er war wie dieser Moderator, der etwas präsentiert. Ich stelle euch heute vor, wir haben einen Vortrag, hier unter uns Matthias Bauer, er hat in St. Gallen, der USP studiert, er arbeitet da, er macht einen Lebenslauf von dieser Person. Und jetzt hier, ich schlage vor, Matthias Bauer. Jetzt kommt Matthias und gibt einen Vortrag. Hier, Matthias, ihr kennt ihn. Bitte, du darfst anfangen. Also, das ist Matthias, guckt, hier. Gut, er möchte reden, aber ich möchte leider weiter mit euch sprechen. Es gibt auch viele Dinge, gute Dinge zu sprechen. Ich möchte auch gerne. Das Thema, auf das ich sprechen muss, ist sehr interessant, aber ich möchte es ein bisschen verändern. Ich habe eine bessere Idee. Verstanden?
Danke, Matthias. Das ist geschehen, Geschwister. Johannes der Täufer hat die Hauptperson vorgestellt, aber er ist nicht von der Szene verschwunden. Er blieb dort auf der Bühne. Er raubte die Szene von dem Vortragshaltenden. Ich habe es hier in einer lustigen Weise gemacht, aber es war dort, was dort geschah. Er nahm die Szene vom Herrn Jesus weg. Er hätte alles dem Herrn Jesus übergeben sollen und sogar um Barmherzigkeit beten und auch seine Jünger verlassen sollen. Was geschah? Er blieb dort. Wir wissen nicht, was die Motivation von Johannes dem Täufer war, dies zu tun. Aber es kann gewesen sein, dass er so gedacht hat, ah, Gott hat mich bisher gemacht und hat ihn wirklich gebraucht, sehr gebraucht. Er hat mich gebraucht. Ich denke, ich bin brauchbar für den Herrn. Ich habe diese Fähigkeit, ich habe so viele Dinge gelassen, um dem Herrn zu dienen. Ich möchte weiter dem Herrn dienen. Es scheint nicht so schlecht, diese Idee. Aber wenn du nicht wahrnimmst, diese geistliche Situation, was Gott dort tut, und weiter deinen Weg nachfolgst, dann wird es gefährlich für dich. Du verlässt das Bewegen des Geistes und wendest dich dann Behemoth zu. Und der Behemoth, was geschieht? Und der, was hat Johannes der Täufer? Er hat weiter von Politik gehört. Ah, Herodes, mit seiner Schwägerin hat eine Beziehung. Herodes war König, er wurde wütend und hat ihn gefangen genommen. Ich habe schon Personen reden hören. Ja, es war richtig, dass er das gesagt hat. Wo hat man so etwas schon mal gesehen? Bei Geschwister. Das war nicht sein Auftrag, vom Leben von Herodes zu erzählen. Das war nicht sein Auftrag. Habt ihr verstanden? Du sagst, ja, das ist richtig, aber Geschwister, es interessiert nicht, ob es richtig war. Interessiert, was Gott dir gegeben hat, was du tun sollst, was dein Auftrag ist, was deine Rolle im Reich der Himmel ist. Wir wollen uns nicht betrügen lassen von dem, was richtig scheint. Ja, das ist richtig. Du tust, was Gott tust. Und er ging ins Gefängnis und der Behemoth wurde zum Leviathan. Diese Frage von Johannes dem Täufer ist ein Leviathan. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Geschwister, nicht nur, dass er seine Jünger in Zweifel gebracht hat oder sogar gegen Herrn Jesus. Brachte seinen Jünger gegen den Herrn Jesus. Er sandte seinen Jünger, um dies zu fragen in der Öffentlichkeit. Er hat die ganze Angelegenheit des Dienstes vom Herrn Jesus in Frage gestellt. Stellt euch vor, Herr Jesus ist hier. Er spricht die Worte Gottes, heilt die Person. Dann kommen die Jünger des Johannes. Sie kannten Johannes den Täufer und sie stellen diese Frage in der Öffentlichkeit. Was ist das für ein Ball daneben geschossen von Johannes dem Täufer? Was hat Jesus getan? Schaut, wie wunderbar Jesus ist. Er sagt in Vers 4. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das heißt, er sagt zu Jüngern, erzählt ihm, was hier geschieht. Das Reich der Himmel ist nah, es geschieht schon, ihr seht, die Lahme gehen, die Armen hören das Evangelium und Johannes der Täufer, pass auf, dass du nicht einen Anstoß an mir findest. Dieses Wort, Geschwister, ist ein Wort voller Liebe des Herrn Jesus. Bruder Pedro hat es in der folgenden Weise gesagt. Es war eine weitere Chance, die Jesus Johannes dem Täufer gab, Buße zu tun. Wenn du dies betrachtest, genau, wirst du genau dies sehen. Er sagte, schau, Johannes, tu Buße von dem, was du gedacht hast, von dem, was du gefragt hast. Wenn er Buße getan hätte, wäre er vielleicht nicht am Ende getötet worden. Wir wollen nicht zu weit spekulieren, aber es war eine weitere Chance, die Jesus ihm gegeben hatte.
Ein Aspekt, wo Pedro viel stark darüber gesprochen hat, in Jesaja 42, Jesaja 42, Vers 3, was über dieses Thema spricht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Halleluja. Der Vers ist sehr kostbar. Es ist eine Prophezeiung auf den Herrn Jesus. Und das geknickte Rohr, wurde gebraucht für Flöten gebraucht, Flöten aus Rohr. Sie spielten darauf und das geknickte Rohr, wenn die Person spielte, dann kam dieser Misston raus, ganz ungestimmt. Ein geknicktes Rohr war nicht mehr nützlich. Und der Docht, der raucht, er hätte Licht geben sollen, aber er gab nur Rauch. Und du siehst, unsere Reaktion wäre, geht nur Rauch, mach ihn doch aus, hör auf, mach das rauchende Ding aus. Oder die Person springt so aus der Tonlage, brich es kaputt. So reagieren wir manchmal mit den Geschwistern. Der Bruder spielt dort völlig aus dem Ton heraus, völlig unstimmig. Und ist, was ist das? Geh hin. Bring den Bruder zum Schweigen, dass er nichts mehr redet. Warum sagen die Brüder, die vorne stehen, nichts, dass er schweigen soll? Manchmal raucht die Person. Und unsere Tendenz ist, lasst uns das ihn doch auslöschen. Aber Geschwister, der Herr ist nicht so. Der Herr gibt eine weitere Chance. Er gibt noch eine Chance. Für Johannes den Täufer gab er hier eine weitere Chance. Der Abschnitt hier, ja, Johannes der Täufer, er tut Buße. Was geschieht? Unser Herr, er hat sehr viel höhere Wege als wir. Sein Herz ist viel weiter als unseres. Wir sind oft noch so eng. Wir sehen jemanden, der so außer der Reihe ist, aber der Herr gibt eine Gelegenheit. Pedro sagt es in der Weise, es hat mir sehr geholfen. Du fährst zum Beispiel auf der Autobahn und der Herr kommt hinein, eine Ausfahrt, du bist dran vorbeigefahren, geradeaus, 180 Stundenkilometer. Der Herr ruft dich, schau, nimm die nächste Ausfahrt und kehr zurück. Du ignorierst es. Wie Johannes der Täufer, er ignoriert es, ging weiter, noch eine, nimm diese jetzt. Ignoriert. Nimm die nächste. Und dann sagt er, okay, geh weiter, fahr weg, fahr fort. Ich habe sehr viel Hilfe damit empfangen. Wie macht der Herr es, dass er den knickte Rohr nicht abbricht? Er gibt Chance zur Buße, Chance zur Umkehr, zurückzugehen, wo der Herr ist. Zurückkehren ist nicht so leicht, denn du musst 180 Grad verändern. Ja, du bist am Punkt vorbeigefahren. Wenn du nicht vorbeigefahren wärst, dann bräuchtest du nicht diese Umkehr von 180 Grad. Es braucht Zeit, bis du zurückkehrst wieder. Ich habe das Beispiel sehr gemacht. Wer hat schon die Ausfahrt verloren? Wem ist schon passiert? Ich denke, allen ist schon mal passiert. Und dann dauert es eine Weile, bis man wieder zurückkehren kann. Der Herr gab diese Chance erneut für Johannes den Täufer, zurückzukehren. Als die Jünger von Johannes den Täufer gegangen sind, es ist interessant, in Vers 7 gibt Jesus ein positives Zeugnis von Johannes dem Täufer. Aber er wartet, bis die Jünger von Johannes dem Täufer weggingen. Es war nicht, dass Johannes das Wort hörte. Sonst hätte er wahrscheinlich vielleicht nicht Buße getan. Sein Stolz wäre noch mehr gewachsen. Als aber die hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen?
zu sehen. Ein Mensch mit weichen Kleidern bekleidet sie. Okay, da weiter in Vers 9, einen Propheten. Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, und den von Frauen geboren, ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Warum sagt der Herr, alle Verheißungen haben in Jesus sein Ja und sein Amen. Alle Propheten des Alten Testaments prophezeiten über Jesus. Es gab eine geschichtliche Prophezeiung, aber hinter der Prophezeiung war immer eine Beziehung mit Jesus. Deshalb, wenn wir die Bibel lesen, wir empfangen so viel Licht bis heute. Es ist nicht nur etwas für diese historische Situation, sondern es war eine Prophezeiung auf Jesus. Johannes war der größte Prophet, denn er prophezeite über Jesus, dass Jesus kommen würde. Und er prophezeite, dass Jesus gekommen war, gekommen ist. Jesus war da. Siehe das Lamm Gottes. Er ist der größte Prophet, den es gab. Denn er führte den Herrn Jesus ein. Er war dort, vor ihnen, vor ihm. Aber er sagte, der kleinste Mann, der Himmel ist größer als er. Oh, Herr Jesus, wie wunderbar, Geschwister. Du bist größer als Johannes der Täufer. Hey, Jean, du bist Jean-Baptiste, Johannes der Täufer ist dein Name. Du bist größer als Johannes der Täufer. Der kleinste Mann, der Himmel ist größer als Johannes. Warum? Denn wir haben das Leben des Herrn in uns. Wir haben die Person des Herrn in uns. Wir müssen also sehr aufmerksam sein auf diese Angelegenheit der Umkehr. Wir dürfen den Wendepunkt nicht verlieren. Wir haben das himmlische Navi in unserem Inneren, der Herr in unserem Inneren. Er sagt immer zu uns, hey, du bist zu weit gegangen, kehr zurück. Manchmal, wenn wir hören, dann kommen auch die Geschwister und sagen, schau hier, du bist zu weit gegangen, dran vorbeigefahren. Manchmal sagt der GPS, manchmal auch die Ehefrau, hey, du hast einen Fehler gemacht hier. Lasst uns auf diese Rufe des Herrn aufpassen, Acht geben. Man wird in eine Sünde fallen. Du kannst wahrnehmen, du kannst wissen, dass der Herr viele Chancen der Buße gegeben hat. Wenn du die Geschichte der Menschen siehst, die in eine Sünde, eine schlimmere Sünde gefallen sind, du wirst sehen, der Herr gab immer verschiedene Chancen der Buße. In Kapitel 12 von Matthäus, dort spricht er vom Sabbat. Die Geschichte dahinter war, dass der Herr eine Chance für die Pharisäer gab, Buße zu tun. Mit Absicht heilt er am Sabbat. Warum heilt er am Sabbat? Denn er wusste, dass dies die Pharisäer berühren würde. Wenn du unter dieser Sicht dies anschaust, dann war dies auch eine Chance, die er den Pharisäern gab, dass sie die Umkehr wiederfinden. Er sprach mit den Pharisäern, er versuchte, den Pharisäern weiterzugeben, diese Angelegenheit des Reichs der Himmel. Der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Er war sehr klar, aber Geschwister, die Pharisäer lehnten den Herrn vollkommen ab. Matthäus 12, Vers 14, dort heißt sie, hielten Rat gegen ihn, wie sie ihm das Leben nehmen konnten. Sie verschlossen sich völlig für das Wort des Reiches, sie wollten es nicht mehr wissen. Ab Kapitel 13 begann der Herr Jesus in Gleichnissen zu sprechen, damit sie hörten und nicht verstanden. Habt ihr verstanden? Sie haben die Wendepunkte verpasst. Und er ist, okay, geht weiter. Jetzt war sein Sprechen in Gleichnissen zum allgemeinen Volk. Aber zu, ja, seinen Jüngern erklärt er die Gleichnisse. Schaut, wie interessant. Wenn du den Wendepunkt verpasst hast, ab Kapitel 13, du wirst nichts mehr verstehen. Du wirst nicht mehr verstehen, was der Herr sagt. Wenn du nicht Buße tust, dann verstehst du nicht mehr Dinge Gottes. Du wirst dich beginnen zu rechtfertigen und verstehst gar nichts mehr, was der Herr sagt. Deshalb, Geschwister, ist es sehr wichtig, diese Angelegenheit der Buße in unserem Leben, im Christenleben, im Gemeindeleben. Lasst uns immer den Wendepunkt nehmen. Lasst uns nicht verpassen. Du musst dich demütigen und sagen, oh, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Und je länger du brauchst, den Wendepunkt zu nehmen, desto schwieriger wirst es. Eine rote Ampel, noch eine rote Ampel.
Du musst Vergebung zu noch mehr Menschen bitten, weil du hast verschiedene Phasen, bist dran vorbeigegangen. Lasst uns empfindsam sein für den Herrn. Lasst uns umkehren, erneut umkehren, zum Geist zurückkehren, zum himmlischen Ebene zurückkehren. Ich wurde sehr getröstet, muss ich euch sagen, ich wurde sehr getröstet mit diesen Worten. Denn ich habe Folgendes wahrgenommen: Der Herr gibt uns immer Chancen. Er ruft uns immer, umzukehren. Denk nicht so, wenn ich verloren habe, der Herr hat dich verlassen. Nein, er gibt dir Chancen. Klar, wenn du zweite, dritte, vierte Wendemöglichkeit verloren hast, der Herr lässt dich vielleicht irgendwann, aber er gibt dir Chancen. Ich bin sehr ermutigt worden, diese Wendemöglichkeit im Herrn zu haben. In der täglichen Speise in dieser Woche, da wurde viel über 1. Mose 1 gesprochen, über die Neu- oder Wiedererschaffung. Ich möchte auf etwas Hinweis noch hier, was, das, ich meine, das hat sehr viel mit diesem Wort zu tun. Die Tage der Schöpfung. Erkenntnis. In 1. Mose 1, dort heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dieser Vers spricht von der ersten Schöpfung Gottes. Nicht sehr detailliert. Wenn du zählst, wie viele Wörter sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wörter. Es gibt keine Details, wie Gott geschaffen hat, wie lange braucht es, wie geschah dies. Wird dort nicht gesagt. Dort heißt es, Gott, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Astronomen versuchen, dies zu entdecken. Sie haben nachgerechnet, dass dieses Universum 13,8 Milliarden Jahre alt sein. Die Erde hat 4,5 Millionen Jahre. All dies ist in Vers 1 eingeschlossen. Es gab noch keine Zeit. Für Gott eine Milliarde, ein Jahr, kein Unterschied in der Ewigkeit. Aber in Vers 2, und die Erde war wüst und leer. Besser übersetzt wäre, die Erde ward oder wurde wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hier geschah etwas in dieser antiken Schöpfung. Und die Erde wurde wüst und leer. Durch andere Verse, Jesaja 14 oder Hesekiel 28, wissen wir, das bezieht sich auf die Rebellion Satans. Satan rebellierte und mit seiner Rede, mit seiner Verhandlung, schaffte es ein Drittel der Engelswesen, der leitenden Engelswesen mitzunehmen, mit sich zu reißen. Und er vermochte auch die Kreaturen auf der Erde zu überzeugen. Und was geschah? Das Gericht Gottes kam über die Erde und die Erde wurde wüst und leer. Die Paläontologen, die sagen, war vor 65 Millionen Jahren, als dieser Komet auf die Erde fiel. Ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher, aber die Tatsache war, dass die Erde durch einige Perioden hindurchging. Die Geologen sagen, es gab einige Perioden und danach verschwand das Leben. Wer weiß, ob das die Chance war, die Gott Satan gab, Buße zu tun. Wir wissen es nicht. Aber auf irgendeine Weise geschah diese Situation. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott begann, erneut die Wiederschöpfung herauszurufen. Diese Wiederschöpfung mit Blick auf das Reich der Himmel. Deshalb spricht der Bruder darüber in der täglichen Speise. Es brauchte diese physische Erde, um auch den Bereich des Reichs der Himmel zu haben. Der erste Tag, dort machte Gott das Licht. Es werde Licht und es wurde Licht. Das Licht erschien und es wurde Licht und Finsternis geschieden. Am zweiten Tag erschien das Firmament, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war.
Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein zweiter Tag. Da möchte ich ein bisschen mehr detailliert hineingehen mit euch. Die Wölbung des Firmaments ist etwas sehr Interessantes. Der heutigen Sprache können wir sagen, es ist die Atmosphäre, dieser gasförmige Hülle um die Erde herum. Es ist sehr beeindruckend. Du siehst es nicht auf anderen Planeten, dass diese Atmosphäre um die Erde, den Planet herum bleibt. Es gab diese Ozonschicht, verschiedene Dinge, die dazu führen, dass eine Atmosphäre um die Erde herum bleibt. In anderen Planeten nicht. Alles Gas geht hoch und verschwindet. Aber die Erde hat eine Atmosphäre. Gott hat es auf diese Weise getan. Diese Atmosphäre, sie erzeugt diese Scheidung zwischen Wasser oben und unten. Was geschieht? Das Wasser verdampft, das Wasser steigt auf und es gibt die Luftfeuchtigkeit und ein Teil dieser Feuchtigkeit ist in Wolken sichtbar. Aber die Wolken ist nur ein Teil dieser Feuchtigkeit, denn die Wolke ist in dem Zwischenzustand zwischen gasförmigen und flüssigen Zustand. Deshalb sind sie weiß. Aber um uns herum ist sehr viel Wasser. Hier in der Luft, die wir hier atmen, ist sehr viel Wasserdampf enthalten. Durch diese Verdunstung des Wassers entstand das Firmament, das Gewölbe, die Atmosphäre, gab das Wasser oben, unten und das Wasser oben. Das Wasser unten vom Meer ist nicht gesund für das menschliche Wesen. Du kannst nicht dieses Wasser trinken. Du kannst nicht in dem Wasser des Meeres überleben. Du kannst vielleicht ein Bad nehmen, aber danach musst du schnell dich duschen. Das Wasser ist nicht gesund, aber das Wasser oben, das vom Regen herunterkommt, ist gesund. Geschwister, in unserer Erfahrung, in unserer geistlichen Erfahrung, ist dies sehr wichtig. Wir haben viele Pläne. Ich möchte es auf diese Weise für euch anwenden. Wir haben viele Pläne und viele Erwartungen. Zwei Worte. Pläne und Erwartungen, das ist Wasser. Aber ich möchte euch fragen, wo liegen eure Pläne und eure Erwartungen? Hier unten oder dort oben? Wo liegen sie? Wenn du siehst, dass sie sehr verbunden sind mit den Dingen dieser Erde, Geschwister, dann brauchen wir mehr geistliche Verdunstung. Du brauchst es, dass der Herr deine Pläne reinigt. Aber Wasser ist Wasser. Wasser hier, Wasser dort. Nein, das Wasser hier, es ist schmutzig. Das Wasser vom Himmel ist rein. Wir haben es nötig, dass der Herr unsere Absichten reinigt, unsere Pläne reinigt, unsere Erwartungen reinigt. Geschwister, das bedeutet es, im Reich der Himmel zu leben. Ich möchte hier die Klammer schließen. Du kannst, ja, deine täglichen Dinge tun, aber im Reich der Himmel. Du brauchst dieses verdunstete Wasser, das die Dinge droben sinnen, all deine Pläne sind für das Reich der Himmel. Deine Zukunft ist für das Reich der Himmel. Deine Erwartungen sind für das Reich der Himmel. Du setzt alles, was du erwartest, was du tun möchtest, in den Herrn. Und dann gewinnt dein Leben eine andere Qualität. Du bist nicht mehr dieser Christ, der sagt, oh Herr, hilf mir, ich brauche so sehr mein Auto, ein neues Auto. Es muss ein Rolls-Royce sein. Du bist hier unten auf dem Boden. Hier unten. Wir haben nichts gegen Rolls-Royce, wenn der Herr dir ein Rolls-Royce, okay, aber Geschwister, unsere Erwartung muss im Reich der Himmel liegen. Oh, Herr Jesus, viele Jahre lang hatte ich ein ganz kleines Autochen, Matthäus weiß, ein altes Autochen. Dann sind die Autos besser und heute habe ich ein gutes Auto, aber es ist von der Firma. Der Gott hat es so gegeben, ich hätte nie so ein Auto gekauft, aber Geschwister, unser Leben muss in den Herrn gelegt sein, muss in die Himmel gesetzt sein. Lass es verdunsten, lass den Herrn brennen. Das
Feuer des Geistes muss unser Leben verbrennen, unser Herz reinigen. Amen. Hier in Deutschland haben wir einen Vorteil. Jetzt werdet ihr lachen. Hier geschehen die Dinge oft sehr langsam. Was für ein Vorteil ist dies? Oh, Herr Jesus, wisst ihr warum? Du hast viel Zeit, deine Absichten zu reinigen. Du hast viele Gelegenheiten, zum Herrn zu beten, um zu überprüfen, warum möchte ich dies, warum möchte ich diese Arbeit, warum möchte ich dieses Haus. Du hast viel Gelegenheit zu beten und den Herrn reinigen zu lassen. Das war auch meine Erfahrung. Die Dinge sind nicht so schnell. In Brasilien geschieht alles so schnell, tak, 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 geht und kommt. Aber hier sind die Dinge langsam, aber es ist ein Prozess, wo wir beten können, den Herrn suchen können, reinigen können und lass es verdampfen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Lass deine Absichten gereinigt werden. Dieser Verdunstungsprozess reinigt unsere Absichten. Ah, ich möchte heiraten. Sehr gut, du möchtest heiraten. Aber der Herr muss dich ein bisschen frittieren, deine Absichten reinigen, damit alles rein ist, gesund ist, damit alles angemessen ist, wie es sein soll. Oh, Herr Jesus, lasst uns Buße tun. Das ist mein Wort für euch heute.